Hallo, hier bei Schoki Banoki und Daily, eurer Tagesdosis Angeberwissen. Ja. Mit Sashi und mir, ja. Till. Ja, ja, hallo. Ja. Hallo und Gute zu einer neuen Ausgabe hier bei Schoki Banoki Daily, eurer Tagesdosis Angeberwissen. Heute mit mir, dem Christian und unserem Pujan. Ich hatte mal einen Goldfisch, der hatte so Backen. Ja? Und hatte so das war ein Hamster. Nee, war ein Fisch, war im Wasser. Hatte so Backen und hatte so einen blauen Ring um das eine Auge. Und den habe ich halt gekauft, weil meine Tochter wollte unbedingt einen Goldfisch haben. Alter, was eine scheiß Idee. Jedenfalls der mit dem dicken Backen. Und dem blauen Auge. Ja, weißt du, wie der hieß? Rocky. Bud Spencer. Ha! Am 1. November ist der Aktionstag Weltvegan. Weltvegantag. Eingeführt 1994. Und das ist quasi die Gründung von der Vegan Society gewesen seinerzeit. Ja. Seit wann bist du Veganer? Schon immer. Ich esse halt nur noch Fleisch dazu. Oder ist ich bin dann irgendwann umgezogen und habe diesen Goldfisch in so ein Glas getan und habe den einen Teil im Glas gelassen. Und er ist dann gestorben. Ich wusste nicht, tut mir leid. Also wirklich, tut mir voll leid. Der ist dann gestorben in diesem Glas. Du weißt schon, dass du jetzt die Peter auf den Hals kriegst. Darf man eigentlich Fellatio und Cunnilingus? Cunnilingus, geht das bei Vegan? Wenn du es nicht schluckst, dann ja. Ach so, ja. Ohne zu schlucken. Man muss ausspucken. Ja, immer. Wenn, dann konsequent. Wenn, dann, ja, genau. Es tut mir leid, ich wusste das ja nicht, ich habe den wirklich im besten Wissen und Gewissen habe ich den halt ins Glas gesperrt. In diesem Glas. Das Aquarium war halt einen Ticken größer, das Glas war, das war so ein Bonbonglas mit Wasser voll, ne? Mhm. Und dann ist er halt gestorben. Sorry, tut mir leid, Bud, wenn du mich jetzt hörst. Ja, auf jeden Fall habe ich den Pujan angerufen damals und da war der richtige Bud Spencer, also der Schauspieler Bud Spencer, ich verbabbel mich gerade, ist egal, der richtige Bud Spencer, der Schauspieler, war noch nicht gestorben, der war noch am Leben. Ja. Und der Pujan ist ja voll der Bud Spencer Fan. Und dann rufe ich ihn an und sage so, Bud Spencer ist tot. Und er so, was? Voll krass, der ist tot. Ich so, und da habe ich erst mal gesagt, was will er denn eigentlich? Achso, nee, der Goldfisch, mein Goldfisch ist tot. Und er so, ach du Scheiße, ja, ist ja gut. Ist mir doch scheißegal. Dann guck mal, so herzlos ist er gewesen damals. Der Goldfisch war ihm scheißegal. Ne? Das war ein ganz lieber Goldfisch. Mhm. Der hat mir nie irgendwie was getan. Liebe Peter, die Adresse findet ihr irgendwo im Impressum. Hera Lind. Kennst du Hera Lind? Ja, Hera Lind. Superfrau oder so. Hat das Supervibe geschrieben, Supervibe, genau. Und hat später auch die Flirtshow Herzblatt moderiert. Katastrophe. Katastrophe, die Frau, findest du? Fand ich nicht gut. Hm. Nee, also, ja. Können wir auch rübergehen, ist okay. Egal. Unsere kleine Farm, meine Oma hat das so gern geguckt, wie sie da die Wiese runtergelaufen ist, das kleine Mädchen. Ja. Und Michael Lenzen war der Papa von den Woltons. Von den Woltons, hätte ich fast gesagt. Das war sozusagen das Pendant dazu in dieser Zeit. Ne? Unsere kleine Farm, die Woltons, war alles so heile Welt, tata. Weiter. I believe I can fly. Das glaube ich nicht. I believe I can touch this. Immer wenn ich aus der Kneipe rausfliege, singe ich das. Das glaube ich nicht. Ja. Am 3. November haben wir ganz viele tolle Fakten gehört, aber auch viel Blödsinn vom Till. Macht ja nichts. Kann man ja, wenn man ein bisschen intelligent ist, kann man das ja ausblenden. Verstehst du? Ja. Also, rein inhaltlich. Ach so. Als Zuschauer, verstehst du? Egal. Ja, Achtung. Jetzt wird's interessant. Da kommt es schon wieder. Fakt des Tages. 7570 Liter Luft. Das heißt, in diesem Raum ist einiges an Luft und ganz viel Luft, das du schon in dir hattest, habe ich schon wieder eingeatmet. Und andersrum. Also meine Luft ist ja super für dich, aber deine Luft für mich ist auch doof. Ich sag's mal, She Room ist Sophie. Ja? Wir atmen noch mal ein bisschen.